Die Neon Genesis Evangelion Story. Das hier wird wohl das aufwendigste und schwierigste Video, das ich je gemacht habe. Die gesamte Story von Neon Genesis Evangelion ist so komplex, verwoben und kompliziert, dass wahrscheinlich nicht mal Hideaki Anno weiß, was da eigentlich passiert. Vorab möchte ich gerne sagen, dass ich ein großer Evangelion-Fan bin. Ich habe in letzter Zeit die Evangelion-Filme definitiv öfter gesehen, als man das vielleicht sollte. Weshalb ich die Serie und die Filme jedem nur wärmstens empfehlen kann. Wer Evangelion noch nicht gesehen hat, sollte das tun, bevor er dieses Video hier schaut. Denn ich werde so ziemlich alles Wichtige spoilern, das in den Serien und in den Filmen passiert. Ihr seid hiermit gewarnt worden, dementsprechend fangen wir an. Vor ca. 4 Milliarden Jahren. Das erste wichtige Ereignis in Evangelion ist die Ankunft von Adam auf der Erde. Er wurde von den First Ancestral Race, wer das ist, geht so weit, also ignorieren wir das einfach, in der weißen Kugel, die wir als Mond bezeichnen, auf die Erde geschickt, um die Erde mit seinen Nachkommen zu füllen. Den Engeln. Bevor Adam seine Mission erfüllen konnte, landete der schwarze Mond mit einem zweiten Samen des Lebens, Lilith, versehentlich ebenfalls auf der Erde. In jedem der Monde befindet sich eine Lanze des Longinus. Zwei Samen des Lebens dürfen aber nicht auf einem Planeten existieren. Falls das doch passiert, muss einer der beiden Samen mit einer Lanze des Longinus vernichtet werden. Die Lanze, die Lilith begleitete, wurde jedoch beim Absturz zerstört, sodass Adams Lanze die einzig funktionierende auf der Erde war. Daher wurde Adam von seinem eigenen Speer des Longinus in eine Art Schlaf versetzt und die Nachkommen von Lilith bevölkerten den Planeten anstelle von Engeln. 1999. Gendo und Yui lernen sich kennen und heiraten noch im gleichen Jahr. 2000. Die Katsuragi-Expedition begibt sich in die Antarktis, um Adam zu untersuchen. Danach kehrt Gendo Ikari mit den Forschungsdaten aus der Antarktis nach Japan zurück, da er schon weiß, was das Resultat der nächsten Experimente in der Antarktis zur Folge haben wird. Kurz darauf wird Yui schwanger, nur Stunden vor dem Second Impact. Bei dem Versuch, Adam mit einem Menschen zu kreuzen, wurde Adam wieder aufgeweckt und es wurde eine Explosion verursacht, die die antarktischen Eiskappen schmelzen ließ und die Erdachse verschob. Adam wird durch den Second Impact in einen embryonalen Zustand versetzt. Die Wissenschaftler unterwarfen Adam, aber es gelang ihnen nur, den Schaden zu begrenzen und das vollständige Aussterben der Menschheit zu verhindern. Der daraus resultierende Anstieg des Meeresspiegels, Tsunamis und bewaffnete Konflikte löschten schließlich die Hälfte der menschlichen Bevölkerung aus und hat massive geopolitische Auswirkungen auf die Nation der Erde. Während des Second Impacts starb der Vater von Misato, der sich auch in der Antarktis befand. Er überlebte aber lang genug, um sicherzustellen, dass Misato in einer Rettungskapsel sicher entkommt. Der wahre Grund des Second Impacts wurde jedoch verschwiegen. Laut dem offiziellen Bericht der Vereinigten Nationen über die Katastrophe war die massive Explosion das Ergebnis eines Meteoriteneinschlags. Daher wurde das Ergebnis als Second Impact bezeichnet. Durch eine nukleare Explosion im Krieg wurde Tokio 1 zerstört. 2001. Der Valentinsvertrag wird unterzeichnet und beendet die Kriege nach dem Second Impact. Im gleichen Jahr wurden Shinji, Asuka, Kensuke und Toji geboren. 2003. Nerf beginnt mit der Konstruktion der Evangelions. Was ist ein Evangelion? Ein Evangelion ist ein riesiges, humanoides Wesen von nahezu göttlicher Kraft, das aus Proben des ersten Engels Adam erschaffen wurde. Offiziell wurden die Evangelions erschaffen, um die Bedrohung durch die Engel zu bekämpfen. Ihre wahre, oder besser gesagt, wichtigere Funktion besteht darin, den Third Impact auszulösen und die Menschheit auf die, wie Nerf es nennt, nächste Evolutionsstufe zu heben. Dazu aber später mehr. 2004. Zu dieser Zeit arbeitete Yui Ikari bei Gehirn, um am Projekt E, das Projekt zur Erschaffung der Evangelions, mitzuwirken. Sie stirbt bei einem Kontaktexperiment mit dem damals erschaffenen Evangelion Einheit 1. Nach dem Tod von Yui Ikari versucht ihr Ehemann Gendo Ikari, einen Klon aus ihr zu erschaffen. Das Ergebnis daraus ist Rei Ayanami, welche irgendwann zwischen 2004 und 2008 entstand. Rei ist allerdings nicht nur ein Klon aus Yui alleine, sondern sie ist ebenso ein Klon aus dem zweiten Engel Lilith. Ihr Körper wurde aus Yui geklont, so besteht sehr große Ähnlichkeit zwischen dem Aussehen der beiden. Die Seele Yuis konnte allerdings nicht wiederhergestellt werden, beziehungsweise geklont werden. So nutzte man die Seele Liliths fortan als Reis neue Seele. 2005. Asuka wird als das Second Child ausgewählt. Asukas Mutter, Kyoko Zeppelin Soryu, welche kurz vorher verrückt geworden war, begeht Selbstmord. Auch die Erbauung von Tokio 3 wurde begonnen. 2008. Die Planung und das Design für das Magi-Supercomputersystem, welches von Naoko Akagi, die Mutter von Rizo Akagi, entwickelt wurde, wurde abgeschlossen. Danach wurde direkt mit dem Bau der Magi-Supercomputer begonnen. Rizo Akagi absolvierte die Tokyo 2 University und schließt sich ihrer Mutter im Forschungsbereich von Gehirn an. 2010. Der Bau der Magi-Supercomputer wurde beendet. In der Nacht der Vollendung wird Rei Ayanami von Naoko Akagi erwürgt,
weil sie Naoko erzählte, dass Gendo sie nicht geliebt hat, sondern sie nur als Werkzeug benutzt hat. Naoko Akagi begeht, nachdem Rei tot ist, Selbstmord. Seele löst Gehirn auf und verlegt alle Vermögenswerte und Mitarbeiter als Reaktion auf den Tod von Dr. Akagi zu Nerf. Was ist eigentlich Gehirn? Gehirn ist der Vorgänger von Nerf außerhalb der Geofront und hat unter anderem die Aufgabe, die Evangelion-Einheiten und die Magi zu erforschen und zu entwickeln. 3 Niederlassungen befinden sich in Deutschland, 2 weitere Niederlassungen befinden sich in den USA und eine weitere in China. Eine kleinere Niederlassung befindet sich in Matsushiro, Japan. Viele seiner Einrichtungen und Mitglieder, darunter Gendo Ikari, Yui Ikari, Kosofu Yutsuki, Koyoko Zeppelin Tsuryu und Ritsuko Akagi, wurden später Nerf-Mitarbeiter. Was ist die Geofront? Die Geofront beschreibt einen gewaltigen, unterirdischen Hohlraum. Solche befinden sich unter Neo Tokyo 3 und in der Antarktis. Das Nerf-Hauptquartier liegt in der Geofront unter Neo Tokyo 3. Was ist Nerf? Nerf ist eine Einrichtung, welche ins Leben gerufen wurde, um die Engel zu bekämpfen und die Pläne von Seele auszuführen. Dazu werden die Evangelions gebaut und für den Bau ist ebenfalls Nerf verantwortlich. Nerf wird von den Vereinten Nationen finanziert und für Aufträge ausgerüstet. Dennoch agiert Nerf weitestgehend unabhängig von ihnen. Leiter dieser Organisation ist Gendo Ikari. 2014. Die zweite Rei wurde erschaffen. Außerdem wurde die Konstruktion der Entry Plugs abgeschlossen. Was ist ein Entry Plug? Ein Entry Plug ist eine kapselartige Röhre, die als Cockpit für den Piloten eines EVAs fungiert. Entry Plugs werden über einen Lademechanismus in den Wirbelsäulenbereich eines Evangelions eingeführt, wodurch der Plug direkt mit dem Evangelion kommunizieren kann. Danach dreht er sich nach innen und rastet fest in den Torso des EVAs ein. Die Standardfarbe für die am häufigsten verwendeten Entry Plugs ist weiß. Die für das Dummy-Plug-System gesteuerten sind jedoch rot. Die Stecker scheinen extrem widerstandsfähig gegen Beschädigung zu sein, wie der Entry-Plug von Evangelion Einheit 0 zeigt, der die Explosion des EVAs überstanden hat. Was ist das Dummy-Plug-System? Das Dummy-Plug-System besteht aus Dummy-Plugs, die als künstliche Piloten dienen. Sie emulieren die Denkprozesse eines Piloten und senden Signale an die Evangelions. Es gibt 2 bekannte Arten von Dummy-Plugs, die mit den persönlichen Daten von Rei Ayanami und die mit den persönlichen Daten von Kaworu Nagisa. Letzter wurde in den Massenproduktions-Evangelions verwendet, aber dazu kommen wir später. Was ist LCL? LCL ist eine bernsteinfarbene, durchscheinende Flüssigkeit, die es einem EVA-Piloten ermöglicht, sich mental mit ihrer Evangelion-Einheit zu verbinden. Der Entry-Plug einer EVA-Einheit, die ihr Cockpit enthält, ist vollständig mit LCL überflutet. Da er mit Sauerstoff angereichert ist, können EVA-Piloten beim Eintauchen die Flüssigkeit atmen. Wenn ein EVA aktiviert wird und der Pilot vollständig im LCL im Entry-Plug eingetaucht ist, fungiert das LCL als Vermittler, das dem Nervensystem des Piloten ermöglicht, elektrochemisch direkt mit dem Nervensystem eines Evangelion in Verbindung zu treten. Je größer der Grad der Schnittstelle zwischen einem Evangelion und den Gedanken ihres Piloten, desto höher ist ihre Synchronisationsrate. In der Serie wird mehrmals angegeben, dass LCL nach Blut riecht. LCL ist auch in der Tat das Blut des zweiten Engels, Lilith, der in den tiefsten Ebenen des Nerv-Hauptquartiers zurückgehalten wird. Die LCL-Produktionsanlage im Terminal Dogma ist eigentlich ein ganzer See, der aus dem Blut von Lilith gebildet wurde. Was ist das Terminal Dogma? Das Terminal Dogma ist die tiefste und geheimste Ebene des Nerf-Hauptquartiers unter Tokyo 3 und nur für diejenigen mit der höchsten Freigabestufe zugänglich. Gendo Ikari, Kosofu Yutsuki und Ritsuko Akagi. Innerhalb vom Terminal Dogma befindet sich die LCL-Produktionsanlage. Auch der lebende Engel Lilith wird hier an einem riesigen Kreuz gekreuzigt und auf dem Speer von Longinus aufgespießt, untergebracht. Liliths Blut bildet dabei einen ganzen See von LCL. Hier befindet sich auch der EVA-Friedhof für die ausgefallenen Prototypen der EVAs und die Klonanlage zur Herstellung von Kopien von Rei Ayanami. 2015. Okay, nun sind wir in 2015 angekommen. Das wird wohl das längste Segment von diesem Video, denn die gesamte Evangelion-Serie und End of Evangelion spielen 2015. Streng genommen fängt gegen Ende von End of Evangelion das nächste Jahr an, aber wir lassen das hier einfach mal weg. Rei Ayanami 2 versucht mit Evangelion Einheit 0 zu synchronisieren, was ihr erst 7 Monate später gelingt. Kurz nachdem das funktioniert, wird Rei bei einem Test mit dem EVA Einheit 1 verletzt. Der dritte Engel Sachiel greift Tokyo 3 an. Gendo Ikari befiehlt Shinji Ikari nach Tokyo 3. Er soll Evangelion Einheit 1 steuern, um den dritten Engel zu besiegen. Nach anfänglichen Weigern steigt Shinji dann doch in den EVA, um sich Sachiel zu stellen. Da er kaum Erfahrung mit dem Steuern von einem EVA hat, unterliegt er dem Engel. Dann geht EVA Einheit 1 in den Berserker-Modus und besiegt den dritten Engel. Danach wird Shinji der Pilot von Evangelion Einheit 1. Zwar verliert er im Laufe der Serie diesen Status zwischendurch und die erste Zeit ist er noch sehr am struggeln, ob er nun wirklich der Pilot von EVA Einheit 1 sein will, aber das ist für die Story fürs Erste nicht so relevant, sondern eher für seine Charakterisierung. Vielleicht komme ich da später nochmal drauf zurück.
Der vierte Engel Shamshel greift 3 Wochen nach dem Angriff des dritten Engels an. Er wird von Shinji mit Evangelion Einheit 1 besiegt. Während des Kampfes befinden sich Kensuke und Tōji an der Oberfläche. Shinji lässt diese beiden an Bord, um sie zu beschützen. Und diese gemeinsame Erfahrung markiert den Beginn ihrer Freundschaft mit Shinji. Der Kern von Shamshel kann in einem guten Zustand geborgen werden. Der fünfte Engel Ramir greift an und wird von Shinji und Rei besiegt. Misato und Rizuku begeben sich zu einer Demonstration einer privaten Firma, die ihren Engel-Kampf-Riesenroboter Jet Delon vorstellt. Dieser arbeitet mit Atomkraft. Eigentlich kann das System dieses Roboters keine Fehler machen, doch Rizuko manipuliert den Roboter im Geheimen. Denn wenn Roboter wie Jet Alone die Evas ersetzen würden, dann würde Seeles geheimer Plan, für den sie die Evas brauchen, nicht mehr funktionieren. Shinji bringt mit Evangelion Einheit 1 Misato nah genug ran, dass sie Jet Alone von innen aufhalten kann. Sie finden aber nicht heraus, dass Rizuko dafür verantwortlich war. Bei einem Ausflug zu einer Flotte der japanischen Marine, die gerade Eva Einheit 2 zum Nerf-Hauptquartier bringt, treffen Gensuke, Tōji und Shinji auf Asuka. Der sechste Engel Gakiel greift die Flotte an. Gemeinsam in Evangelion Einheit 2 können Shinji und Asuka den Engel besiegen. Asuka ist nun auch Pilotin bei Nerf. Nur fürs Verständnis, es war auch schon früher ausgemacht, dass Asuka Pilotin von Eva Einheit 2 für Nerf wird, aber jetzt ist sie halt wirklich da. Kaji liefert Adam in seinem Embryonalzustand an Commander Gendo Ikari und wird dann nach dem Nerf-Hauptquartier zugeordnet. Der siebte Engel Israfel greift an und wird durch Asuka und Shinji besiegt. Gendo Ikari verbindet Adam mit seiner Hand. Asuka versucht, den achten Engel Thunderfon in seinem Ei aus einem Vulkan zu bergen. Der Engel schlüpft aber bei dem Versuch und Asuka muss ihn vernichten. Der neunte Engel Matarael greift an. Nach einigen Problemen kann dieser von Shinji, Asuka und Rei besiegt werden. Gendo und Fuyutsuki begeben sich in die Antarktis, um die Lanze des Longinus zu holen. Der 10. Engel Sachakil greift an und wird von Shinji, Asuka und Rei besiegt. Der 11. Engel Iriul dringt in eine Proteinwand des Nerf-Hauptquartiers und beginnt, das Magiesystem zu knacken. Doch im letzten Moment kann das von Rizuko Akagi verhindert werden. Rei wird beauftragt, mit Evangelion Einheit 0 die Lanze des Longinus zu verwenden, um damit Lilith aufzuspießen, der sich im Terminal Dogma des Nerf-Hauptquartiers befindet, wodurch die Entwicklung von Lilith gestoppt werden soll. Der 12. Engel Leliel greift an. Er wird durch den Evangelion Einheit 1, der wieder mal in den Berserker-Modus wechselt, besiegt. Evangelion Einheit 4 geht verloren, nachdem ein Problem während eines Tests seines S2-Motors schief geht. Dabei wird auch die gesamte zweite US-Nerf-Installation, die es umgibt, zerstört. Tōji Sutsuhara wird vom Marduk-Institut als Fourth Child ausgewählt. Was ist das Marduk-Institut? Das Marduk-Institut ist angeblich das geheime Auswahlkomitee, das die Weltbevölkerung auf 14-jährige Kinder überprüft, die geeignete Evangelion-Piloten werden. In Folge 15 wird aber enthüllt, dass das Marduk-Institut von Nerf erfunden wurde. In Wahrheit ist nämlich Nerf für die Suche der EVA-Piloten verantwortlich. Nachdem Evangelion Einheit 4 aus unerklärlichen Gründen verschwand, wird aus Angst vor einer weiteren Explosion Evangelion Einheit 3 von den USA nach Japan gebracht. Dabei durchflog das Frachtflugzeug mit der EVA-Einheit eine Gewitterwolke, in der sich der Engel Bardiel in den Evangelion einmistete. Tōji Sutsuhara wird zu Evangelion Einheit 3 geschickt, um den ersten Aktivierungstest mit EVA Einheit 3 durchzuführen. Kurz nachdem Tōji in den Evangelion sitzt, verliert er die Kontrolle über diesen und der Engel im Inneren übernimmt den Eva. Misato wird dabei verletzt. Evangelion Einheit 3 wird zum 13. Engel erklärt. Shinji, Rei und Asuka werden geschickt, um den 13. Engel zu vernichten. Doch Rei und Asuka werden schon nach kurzer Zeit besiegt und Shinji muss sich dem Engel alleine stellen. Shinji weigert sich jedoch, dem Engel anzugreifen, da er den Piloten im Inneren nicht töten möchte. Gendo entzieht Shinji die Kontrolle über Evangelion Einheit 1 und lässt das Dummy-Plug-System den Eva steuern. Der Evangelion gewinnt dadurch enorm an Kraft und besiegt, oder besser gesagt zerfetzt, den 13. Engel. Während des Kampfes verliert Tōji sein linkes Bein. Shinji wird in Evangelion Einheit 1 zurück ins Hauptquartier von Nerf gebracht. Er weigert sich jedoch, aus dem Eva zu kommen und droht aus Wut das Hauptquartier anzugreifen. Das LCL in seinem Entry-Plug wird auf Befehl von Gendo Ikari auf den maximalen Grenzwert gehoben und Shinji wurde vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Er wird mit einem Lasercutter aus der Notluke des Entry-Plugs geholt. Nachdem er sich im Krankenhaus erholt hat, wird er im Nerf-Hauptquartier in Gewahrsam genommen, bis Gendo Ikari ihn zu sich holen lässt. Shinji sagt seinem Vater, dass er nie wieder einen Evangelion steuern will, und Gendo Ikari entlässt ihn daraufhin. Der 14. Engel Seruel greift an. Asuka und Rei schaffen es alleine jedoch nicht, den Engel aufzuhalten. Shinji, der den Kampf beobachtet und die ausweglose Lage erkennt, begibt sich schnell zurück zum Nerf-Hauptquartier und bittet seinen Vater darum, Eva Einheit 1 gegen den 14. Engel einsetzen zu dürfen. Seruel durchbricht das Nerf-Hauptquartier, steigt zum Central Dogma hinab und durchbricht die Mauer in den zentralen Ausstellungsbereich der Kommandozentrale. Der Engel versucht, das Personal im Inneren zu töten, wird jedoch von Einheit 1 gestoppt, der den Engel aus dem Raum kämpft. Der 14. Engel Seruel wird vom Evangelion Einheit 1 gefressen. Der S2-Antrieb vom Engel wird von dem Eva aufgenommen und bietet ihm unbegrenzte Kraftreserven. Was ist ein S2-Antrieb?
Ein S2-Antrieb, auch als S2-Organ bezeichnet, ist ein Organ im Kern eines Engels, das ihm eine unbegrenzte Energiequelle gewährt. Evangelions werden nicht mit S2-Antrieb geboren und sind daher, normalerweise, von der Energie abhängig, die sie über ein Stromkabel oder eine interne Batterie geliefert bekommen. Shinji verschmilzt mit dem Eva und sein Körper wird 30 Tage lang im Entry Plug auf LCL zurückgesetzt. Kaji wird von einer unbekannten Person erschossen. Der 15. Engel Arael greift an. Asuka wird in Evangelion Einheit 2 rausgeschickt, um diesen zu besiegen. Rei ist beim Kampf als Backup zuständig. Der 15. Engel trifft Evangelion Einheit 2 mit einem Lichtstrahl. Der Engel nutzt diesen, um die Psyche von Asuka anzugreifen und um durch sie den menschlichen Geist zu erforschen. Asuka feuert auf den Engel, der sich im Orbit befindet, doch richtet keinen Schaden an. Während der Lichtstrahl weitere Gedanken zerreißt, schießt sie erneut wild in die Luft. Ihre Schüsse treffen auf Tokyo 3, bis ihr die Munition ausgeht. Mit Warnungen von Dr. Akagi, dass ihr Geist dauerhaft beschädigt wird, wenn der Angriff fortgesetzt wird, befiehlt Misato Asuka, sich zurückzuziehen. Aber die wütende Asuka behauptet, dass sie lieber sterben würde, als sich geschlagen zu geben, und ignoriert den Befehl. Shinji bittet darum, Einheit 1 steuern zu dürfen, um Asuka zu retten. Doch Gen hält das für zu gefährlich. Also lässt er stattdessen Rei die Lanze des Longinus aus dem Terminal Dogma holen, welche sie dann auf den 15. Engel wirft, wodurch dieser besiegt werden kann. Der 16. Engel Amisair greift an und Rei wird in Einheit 0 losgeschickt, um ihn zu besiegen. Als der Engel anfängt, in den Evangelion von Rei und auch in Rei selber einzudringen, wird Asuka in Evangelion Einheit 2 geschickt, um ihr zu helfen. Doch Asukas Synchronisationsrate ist zu niedrig, um den Evangelion zu steuern, und sie wird zurückgerufen. Shinji wird in Einheit 1 rausgeschickt, um den Engel aufzuhalten. Der Engel dringt nun ebenfalls in Einheit 1 und Shinji ein. Rei Ayanami nimmt den Engel in sich auf und löst die Selbstzerstörung ihres Evangelions aus, wodurch sie und der Engel sterben. Tokyo 3 wird bei der Explosion des Evas zerstört. Um Gendo 1 auszuwischen und, weil sie hasst, zerstört Ritsuko Akagi das Dummy-Plug-System und alle Rei-Klone, mit Ausnahme des kurz zuvor aktivierten Rei 3. Asuka Sorio bricht zusammen und ist nicht mehr in der Lage, einen Evangelion zu steuern. Deshalb schickt Seele Kaworu Nagisa als Ersatz. Wer ist Kaworu? Kaworu ist sowohl der 17. Engel als auch das 5th Child. Obwohl Kaworu als Engel eingestuft wird, ähnelt er Rei Ayanami als Samen des Lebens, der in einem menschlichen Körper lebt. Trotz seiner menschlichen Form scheint Kaworu sich nicht als Mensch zu betrachten, denn er bezeichnet die Menschen als die Lillen. Shinji freundet sich schnell mit Nagisa an. Er ahnt nicht, wer Kaworu wirklich ist. Nachdem die Nervmitarbeiter die hohe Synchronisationsrate von Kaworu mit Einheit 2 verdächtig vorkommt und Misato und Hyuga erfahren, dass er seine Synchronisationsrate auf alles einstellen kann, was er will, wird eine Warnung ausgegeben, dass Einheit 2 sich aktiviert hat, ohne dass jemand in diesem drin sitzt. Jemand wird erfasst, der Richtung Terminal Dogma absteigt. Es ist Kaworu, der als 17. und letzter Engel identifiziert wird. Shinji verfolgt Nagisa in Evangelion Einheit 1. Nagisa bringt Einheit 2 dazu, Shinji aufzuhalten. Doch Shinji schafft es, Einheit 2 zu besiegen. Shinji kriegt Kaworu zu fassen und tötet ihn, weil Kaworu Shinji darum bittet. Denn würde er Kaworu nicht töten, würde das Leben der Menschen auf der Erde ein Ende finden. Nach dem Tod des letzten Engels, abgesehen von Adam, Lilith und den Menschen, will Seele ihr Human Instrumentology Project in die Tat umsetzen. Ab nun beginnt der Film End of Evangelion, aber bevor ich erklären kann, was hier passiert, muss ich noch drei Sachen erklären. Was ist das Human Instrumentology Project? Das Human Instrumentology Project ist das geheime Ziel von Seele. Die erzwungene Evolution der Menschheit durch die Herbeiführung des Third Impact unter ihrer eigenen Kontrolle. Alle menschlichen Seelen würden in Liliths Ei versammelt und als ein Wesen vereint werden. Dies würde eine Existenz schaffen, in der niemand einzigartig existierte, sondern nur als Teil des Ganzen. Die Fehler in jedem Lebewesen würden durch die Stärken in anderen ergänzt werden, wodurch die Unsicherheiten in den Herzen der Menschen beseitigt würden. Seele wollte dabei aber nicht Teil dieser Einheit sein. Sie wollen die Evangelion-Massenproduktion als Arche nutzen, da diese Wesen durch ihren S2-Antrieb unsterblich und somit gottgleiche Wesen sind. Die Seele jedes Seelenmitglieds sollte in jeweils einem der Massenproduktion Evas übertragen werden. Was ist Gendos Plan? Gendo führt zumindest zufällig den Plan seiner verstorbenen Frau Yui aus. Er will Evangelion Einheit 1 als Arche verwenden, in der er jede der Vorteile des gegenseitigen Verstehens und auch der Heilung seiner eigenen Traumata erleben würde, aber auch danach in der Lage sein würde, seine individuelle Form wieder aufzunehmen. Zu diesem Zweck opferte Yui ihr Leben, damit ihre Seele Shinjis Eva bewohnen würde. Im Gegensatz zu Seeles Plan würde Yui es den Menschen ermöglichen, sich gegenseitig zu verstehen und dann eine bessere Zukunft aufzubauen, während die Individualität erhalten bleibt. Dies alles ist ein Nebeneffekt von Gendos Plan und Vision des Third Impacts, dessen wichtigstes Ziel es ist, Yui wiederzusehen. Was sind die Evangelion-Massenproduktionen? Die Massenproduktions-Evangelions oder auch Evangelion-MPs sind die endgültigen Evangelion-Einheiten. Sie wurden im Auftrag von Seele unter Geheimhaltung in 7 verschiedenen Werken auf der ganzen Welt hergestellt, darunter in Deutschland und in China. Wie schon erwähnt, verfügen diese über einen S2-Antrieb, der dafür sorgt, dass sie, sofern ihr S2-Antrieb nicht zerstört wird, unsterblich sind.
Nun, dann fange ich mal an. Was passiert in Dan of Evangelion, welcher direkt nach der Serie spielt? Um Zugang zur Einheit 1 zu erhalten, schickt Seele eine militärische Streiteinheit in das Nerv-Hauptquartier und tötet den größten Teil seines Personals. Misato will Shinji zur Einheit 1 bringen, dabei wird sie jedoch durch einen Schuss tödlich verletzt. Sie kann Shinji dazu bringen, sich zu einem Evangelion aufzumachen und stirbt danach bei einer Explosion, ausgelöst durch die Streitkräfte von Seele. Asuka schafft es derweil, ihren Evangelion zu aktivieren und sie kommt an die Oberfläche, um die Streitkräfte von Seele zu bekämpfen. Diese versuchen Asuka aufzuhalten, doch ohne Erfolg. Seele schickt daraufhin die Evangelion-Massenproduktion, um Asuka in Evangelion-Einheit 2 aufzuhalten. Es scheint zwar anfangs so, als würde Asuka die Evangelion-Massenproduktion besiegen können. Doch die Evangelion-Massenproduktion stehen nach dem Kampf einfach wieder auf und da Evangelion-Einheit 2 keinen Strom mehr hat, kann Asuka sich nicht mehr wehren und Evangelion-Einheit 2 wird samt Asuka von der Massenproduktion zerfetzt, was Asuka natürlich nicht überlebt. Shinji muss all dem zuhören und kann nichts ausrichten, weil der Weg zu seinem Evangelion versperrt ist. Währenddessen absorbiert Rei den Embryo von Adam, der sich an Gendos Hand befindet. Sie lehnt jedoch Gendo als Anführer der Apokalypse ab. Da sie ein Klon aus Yuis und Liliths DNA ist, kann sie sich stattdessen mit Lilith verschmelzen, um sich in eine riesige Rei zu verwandeln. Nachdem sie dies getan hat, sucht sie Shinji auf, der es geschafft hat, in den erwachten Evangelion Einheit 1 zu gelangen. Durch den Anblick von Asukas verstümmelten Eva verschärft sich sein Zusammenbruch und er kann die Vereinigung von Eva und Lilith in Form einer riesigen Rei nicht stoppen. Er entscheidet sich, den Third Impact zu vollenden. Lilith erscheint jedem in Form seiner geliebtesten Person. Für Shinji ist es Kaworu, für Hyuga ist es Misato, für Maya ist es Rizuko und so weiter. Die einzige Ausnahme ist Gendo. Er hat eine Vision von Yui, die ihn beschimpft, für sein Verlassen und den Missbrauch von Shinji, bevor Yui, dessen Seele immer noch in Evangelion Einheit 1 lebt, ihm den Kopf abbeißt. Auf der ganzen Welt lösen sich die AT-Felder der Menschen auf und die Menschheit verschmilzt zu einem Meer von LCL und sammelt sich im Ei von Lilith. Was sind AT-Felder? Als AT-Feld bzw. absolute Terrorfelder werden Felder bezeichnet, die physische und mentale Barrieren darstellen. Sie sind einerseits dafür da, dass Menschen ihre physische Form mit einer Seele in ihnen drin halten können und Evangelions und Engel können sie als Waffe und zum Schutz benutzen. Das bringt uns ungefähr zur Hälfte des Films und theoretisch bis zu dem Punkt, an dem Episode 25 der TV-Serie beginnt. Also für die, die sich gewundert haben, was eigentlich in Episode 25 und 26 passiert. Theoretisch sieht man dort, was Shinji in Gedanken erlebt, nachdem er mit dem Rest der Menschheit verschmilzt. Shinji wird von den Geistern von Rei und Kaworu besucht, die Hoffnung und Liebe in seinem Herzen repräsentieren. Shinji begreift, dass der jetzige Zustand doch nicht das ist, was er sich eigentlich gewünscht hat. Er akzeptiert, dass er wieder mit Problemen und Ängsten zu kämpfen haben wird, wenn er den Third Impact rückgängig macht. Er entscheidet sich dafür, dass die Menschen wieder zurückkehren sollen, um ihre positiven und negativen Eigenschaften zu akzeptieren. Und ab jetzt wird es ein wenig schwierig, denn was genau passiert, nachdem der Third Impact rückgängig gemacht wurde, weiß man nicht. Ich werde nun eine Theorie aufzeigen, nach der die Rebuild-Filme die neu erschaffene Welt nach dem Third Impact zeigen. Wenn der Teil vorbei ist, erkläre ich weiter die Story. Das heißt, ich erkläre, was in den Rebuild-Filmen passiert, da dies ja doch stellenweise sehr vom Original abweicht. Ereignisse, die sich doppeln würden, sprechen natürlich nur grob oder gar nicht an. Also, fangen wir an. Die Theorie besagt, dass nachdem Shinji sich gegen das Resultat des Third Impact entschied, eine alternative Version der Evangelion-Welt erschaffen wurde. Diese neue Welt enthält jedoch Spuren und Anzeichen auf die vergangene Welt. Auf einem Berg sehen wir die Silhouette einer Evangelion-Massenproduktion aus End of Evangelion. Der Mond hat einen Fleck aus Blut. Lilith existiert zweimal in diesem Universum. Einerseits der neue Lilith aus dieser Welt und der alte Lilith aus der vergangenen Welt, welcher sich auf dem Mond befindet. Kaworu scheint sich sogar noch an die vergangene Welt zu erinnern. Er weiß zum Beispiel, wer Shinji ist, bevor er diesen das erste Mal trifft. In diesem Universum gibt es auch zwei intakte Lanzen des Longinus. Eine von beiden wird wohl die Lanze aus der vergangenen Welt sein. Und das war's mit dieser Theorie. Jetzt werde ich einfach weiter die Story von den Filmen erklären. Aber so ist für mich die Verbindung zwischen den Filmen und der Serie. Bis zum Second Impact passiert in der neuen Welt alles genauso wie in der vergangenen Welt. Der Second Impact in den Rebuilds. Der Second Impact verläuft hier anders als in der vergangenen Welt. Leider ist nicht genau bekannt, was beim Second Impact in den Rebuild-Filmen passiert ist. Aber er wird ähnliche Auswirkungen gehabt haben wie der Second Impact aus der Serie. Der einzig wirkliche Unterschied ist, dass durch den Second Impact die Meere der Erde rot gefärbt wurden und nun völlig steril sind. Es kann in ihm kein Leben mehr existieren. Der Second Impact wird in den Rebuilds auch wesentlich mehr Schaden angerichtet haben. So sind hier tatsächlich noch mehr Menschen gestorben und die Welt wurde mehr zerstört. So sehen wir zum Beispiel, dass Tokyo 3 in den Rebuilds schon erheblichen Schaden erlitt.
Auch dieser wird Shinji zum Hauptquartier gerufen, als der dritte Engel angreift. Bis dahin ist auch alles so passiert wie in der vergangenen Welt, mit Ausnahme des Second Impacts natürlich. Shinji steuert Evangelion 101, damit Rei es nicht tun muss, kämpft gegen den vierten Engel, welcher durch den wild gewordenen Eva 101 besiegt wird. Und ja, ich sage vierter Engel, denn die Engel in den Rebuild-Filmen haben andere Nummern als die in der Serie, was daran liegt, dass manche Engel in den Filmen fehlen und andere dazukommen. Shinji wird beim Kampf gegen den sechsten Engel Ramiel verletzt. Nun fängt es aber an, anders zu werden. Um Shinji zu überreden, wieder in den Evangelion zu steigen, zeigt Misato ihm das Terminal Dogma und Lilith, der sich darin befindet. Dieser sieht anders aus als in der vergangenen Welt, denn eine andere Maske schmückt sein Gesicht. Sie erklärt ihm, dass ein dritter Impact ausgelöst werden würde, wenn es ein Engel bis zu Lilith schaffen würde. Er willigt ein, den Evangelion erneut zu steuern. Der darauf folgende Kampf ist wieder so, wie wir ihn kennen. Shinji und Rei besiegen den sechsten Engel. Nach dem Kampf sehen wir Kaworu auf dem Mond, der sich an Shinji zu erinnern scheint. So endet Evangelion 1.11 und wir beginnen mit Evangelion 2.22. Der Film beginnt in der Bethany Base, einer gemeinsamen US-russischen Nerfbasis, in welcher Mari mit Evangelion 1.5 gegen den dritten Engel kämpft, während dieser versucht zu fliehen. Zuvor wurde dieser nämlich von Nerf eingefangen. Nach einem erbitterten Kampf ist Mari gezwungen, den Evangelion zu verlassen und mit Hilfe der Selbstzerstörung von Evangelion 1.5 den Engel zu besiegen. Misato bringt Shinji im Auto nach Hause, doch unterwegs bemerken sie einen Kampf zwischen Kriegsschiffen und dem siebten Engel. Als Misato Nervs Evas befiehlt, den Engel aufzuhalten, kommt ihnen Evangelion 1.2, welcher von Asuka gesteuert wird, zuvor und zerstört den Engel mit Leichtigkeit. Asuka heißt in den Rebuild-Filmen übrigens nicht mehr Asuka Langley Soryu, sondern Asuka Langley Shikinami. Kaji bringt Gendo den aus der Bethany-Basis gestohlenen Schlüssel von Nebukadnezar, welcher in der Lage sein soll, das Tor zur Veränderung der Menschheit zu öffnen. Shinji und seine Klassenkameraden dürfen die Meeresschutzzone besuchen, wo die letzten Meerestiere am Leben gehalten werden und das rote Meerwasser gereinigt wird, um es wieder bewohnbar zu machen. Währenddessen besuchen Gendo und Fuyutsuki die Basis auf dem Mond. Sie sehen dort Kaworu, der auf Evangelion Mark 6 sitzt. Der achte Engel erscheint, identifiziert als lebende Bombe, die auf Tokyo 3 fallen wird. Gemeinsam schaffen es Shinji, Rei und Asuka, den Engel zu besiegen. Mari kommt mit dem Fallschirm nach Japan und landet auf Shinji auf dem Dach seiner Schule. Irgendwo in den USA verschwindet Evangelion 1.4 zusammen mit der amerikanischen Nerf-Basis. Wieder einmal wird Evangelion 1.3 daraufhin nach Japan geflogen. Das Hauptquartier von Nerf schließt Evangelion 1.2 aufgrund des Vatikanvertrags ein, der besagt, dass nicht mehr als 3 aktivierte EVA-Einheiten im selben Land erlaubt sind. Evangelion 1.3 kommt in Japan an und Asuka beschließt, die Testpilotin zu sein. Während des Tests wird Evangelion 1.3 vom 9. Engel übernommen und löst eine Explosion in Matsushiro aus. In Evangelion 1.1 steht Shinji alleine gegen Evangelion 1.3, weigert sich jedoch aus Angst, den Piloten Schaden zuzufügen, zu kämpfen. Aufgrund der Weigerung von Shinji befiehlt Gendo, das Dummy-System zu aktivieren, wodurch Shinji gezwungen wird zuzusehen, wie sein Evangelion EVA 1.3 und ihren Kern zerstört. Als er die Kontrolle wieder erlangt, greift Shinji das Nerv-Hauptquartier an und bedroht seinen Vater. Gendo befiehlt, den LCL-Druck zu erhöhen, um Shinji innerhalb des Evangelions zu deaktivieren. Asuka überlebt, ist aber sehr schwer verletzt. Beim Aufwachen in seinem Krankenzimmer wird Shinji wegen seines Angriffs auf Nerf vor Gendo gebracht. Gendo kommt zu dem Schluss, dass sein Sohn erwachsen werden muss. Shinji gibt den Dienst als EVA-Pilot auf und verlässt das Nerf-Hauptquartier. Während Shinji Tokyo 3 verlässt, wird die Ankunft des 10. Engels Seruel gemeldet. In Nerf entführt Mari Evangelion 1.2 und startet in die Geofront, während Kaworu auf dem Mond seinen Abstieg zur Erde vorbereitet. Mari versucht, den Engel aufzuhalten, doch sie kann ihm nichts anhaben. Sie gibt einen Geheimcode ein, der den EVA in den Zustand Beast-Modus versetzt, der sich jedoch als zwecklos erweist, da sie durch den 10. Engel schwer beschädigt wird. Rei kommt mit Evangelion 1.0 und einer N2-Rakete an. Zusammen entfernen die EVA-Einheiten das AT-Feld des Engels, aber Rei schiebt Evangelion 1.2 in Sicherheit, bevor die Rakete detoniert. Mari landet in einem Unterschlupf, in dem Shinji Zuflucht gesucht hatte. Sie sehen zusammen, wie Evangelion 1.0 vom 10. Engel verschlungen wird, der beginnt, sich mit Rei und dem Evangelion zu verschmelzen. Auf Drängen von Mari eilt Shinji zum Nerv-Hauptquartier und besteht darauf, dass Gendo ihm erlaubt, Evangelion 1.1 zu steuern. In dem EVA schafft er es, den 10. Engel daran zu hindern, die Brücke zu zerstören, und kämpft triumphiert mit dem Engel, bis ihm EVA seine Kraft ausgeht und dabei einen Arm verliert. Zunehmend verärgert in dem abgedruckten Entry-Plug beginnt Shinjis Augen rot zu leuchten, als er schreit: Gib mir Ayanami! Sofort zurück! Plötzlich reaktiviert sich Evangelion 1.1. Der EVA blockiert die Angriffe des Engels mit einem starken AT-Feld und reproduziert seinen fehlenden Arm nach. Evangelion 1.1 schneidet dem 10. Engel in 2 Hälften und öffnet den Kern, in den Shinji dann eindringt. Shinji ist entschlossen, Rei zu retten und dringt immer tiefer in den Engel ein, wodurch Shinji mit Evangelion 1.1 verschmilzt. Der Körper des 10. Engels, jetzt eine riesige Rei, ist vollständig mit dem Kern von Evangelion 1.1 verschmolzen.
Der Himmel wird rot, der Eva bildet einen Heiligenschein und ein schwarzes Loch erscheint, welches beginnt, das beschädigte Tokyo 3 hineinzusaugen. Misato und der Rest von Nerf erkennen, dass dies der Beginn des Third Impact ist. Gavura erscheint mit Evangelion Einheit 6 am Himmel und wirft die Cassius-Lanze nach unten. Die Lanze kann Evangelion Einheit 1 und den Third Impact stoppen. Und so endet Evangelion 2.22. Was ist die Cassius-Lanze? Die Cassius-Lanze ist eine Lanze, die in ihren Eigenschaften den Longinus-Lanzen ähnelt. Sie wurde jedoch von Menschen geschaffen. Hier komme ich nun zu einem weiteren Problem bei diesem Video. Denn zwischen Evangelion 2.22 und 3.33 vergehen 14 Jahre, von denen wir von offizieller Seite so ziemlich gar nichts wissen. Möglicherweise erfahren wir mehr im letzten Evangelion-Film 3.0 plus 1.0 Twice Upon a Time. Deshalb werde ich dieses Video hier mit Ergänzungen in der Beschreibung verlinken, wenn der vierte Rebuild-Film draußen ist und ich mein Video ergänzen konnte. Ich werde nun so gut wie es mir möglich ist versuchen herzuleiten, was zwischen den beiden Filmen passiert ist. Dazu muss ich sagen, dass ich das nicht als Fakt abstempeln kann. Also, für mich sieht es so aus. Nachdem Kaworu Shinji und den Third Impact aufgehalten hat, beruhigt sich die Situation zunächst. Nerf fängt an, Schäden wieder gut zu machen. Nach einiger Zeit jedoch versuchen Gende und Seele erneut den Third Impact auszulösen, was theoretisch dann der Fourth Impact wäre, indem sie Evangelion Mark 6 mit der Lilith aus der neuen Welt kreuzen. Ein Teil von Nerf versucht jedoch, sich dagegen zu wehren, und sie schaffen es durch die zwei Longinus-Lanzen, einen weiteren Impact aufzuhalten. Ein Großteil der Leute von Nerf verlässt daraufhin die Organisation. Misato Kasragi wird dann die Anführerin dieser Gruppe, die sich ab nun Vele nennen. Das wäre jetzt ziemlich grob und wenig, ich weiß, aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir leider noch nicht genug. Aber gut, beginnen wir mit Evangelion 3.33. Die Geschichte beginnt 14 Jahre nach den Ereignissen des vorherigen Films. Die meisten der ursprünglichen erwachsenen Mitarbeiter von Nerf, außer Gendo und Fuyutsuki, gehören jetzt einer Organisation namens Vele an. Shinji befindet sich seit seinem Kampf mit dem 10. Engel immer noch im Inneren von Evangelion Einheit 1, welcher mittlerweile die Erde in einem riesigen, quadratförmigen, kreuzförmigen Satelliten umkreist. Vele schickt Asuka, die Evangelion Einheit 2.1 steuert, und Mari, die Evangelion Einheit 8 steuert, um Evangelion Einheit 1 aus einer erdnahen Umlaufbahn zu holen. Sie werden von Einheiten aus der Nemesis-Serie angegriffen, schaffen es aber, diese zu besiegen und Evangelion Einheit 1 zurückzuholen. Was ist die Nemesis-Serie? Die Nemesis-Serie ist die Bezeichnung für eine Reihe künstlicher Wesen, die Eigenschaften sowohl von Engeln als auch von Evas besitzen. Sie werden von Nerf gegen Vele eingesetzt. Shinji wird geborgen und an Bord der AAA Wunder gebracht. Ihm wird der DSS-Joker an seinen Hals gebunden, welcher ihn davon abhalten soll, wieder die Kontrolle über sich selber zu verlieren, indem der DSS-Joker Shinjis Kopf wegsprengt. Um den DSS-Joker auszulösen, hat Misato einen Auslöser. Evangelion Einheit 1 wird vorher als Energiekern in die AAA-Wunde eingebaut. Shinji versucht herauszufinden, was los ist, aber seine Fragen werden größtenteils ignoriert und bevor er weiterfragen kann, wird die Flotte von Vele durch die Nemesis-Serie von allen Seiten angegriffen. Misato befiehlt die AAA-Wunder zu starten und sie schaffen es, damit die Einheiten der Nemesis-Serie zu zerstören. Nach dem Kampf wird Shinji ein bisschen was über seine aktuelle Situation erzählt. Asuka taucht auf und boxt gegen die Scheibe, hinter der Shinji steht. Sie muss jedoch schnell wieder weg, denn Evangelion Mark 9, gesteuert von einem Rei Ayanami-Klon, greift die Flotte an. Die Eva bricht durch die Wand der AAA-Wunder, dort, wo Shinji sich befindet. Shinji glaubt, dass es sich um Evangelion Einheit 0 handelt. Die Rei, die in dem Eva sitzt, spricht zu ihm. Sie sagt ihm, dass er mit ihr mitkommen soll. Shinji glaubt jedoch, es handelt sich um die Rei, die er versucht hat zu retten. Also entschließt er sich dazu, mit ihr mitzukommen. Mari, die Evangelion Einheit 8 steuert, versucht Evangelion Mark 9 aufzuhalten. Doch es gelingt ihr nicht, da Evangelion Einheit 9 ein ähnliches Wesen wie die Evas der Eva-Serie sind und nicht unter weiteres zerstört werden kann. Der Eva flieht von der Flotte. Misato hält den Auslöser für den DSS-Joker bereit, doch sie löst ihn nicht aus und so kann Rei, die ich ab jetzt neue Rei nennen werde, mit Shinji entkommen. Shinji wacht in einem Krankenhausbett auf und die neue Rei steht bereit. Sie bringt ihn zu Gendo, er sagt ihm, dass wenn die Zeit gekommen ist, er mit Kaworu zusammen Evangelion Einheit 13 steuern soll. Danach verschwindet er wieder. Was ist Evangelion Einheit 13? Evangelion Einheit 13 ähnelt Evangelion Einheit 1 im Aussehen und Farbe stark, obwohl er 4 Augen und 4 Arme hat. Die zusätzlichen Arme werden zunächst in der sperrigen Brustpanzerung aufbewahrt, die in einer Kreuzformation gefaltet ist. Der Evangelion wurde im Nerf-Hauptquartier von Gendo und Fuyutsuki im Geheimen hergestellt und in einem biomechanischen Mutterleib entwickelt, der dem Hauptmotor der AAA-Wunder stark ähnelt. Evangelion Einheit 13 ist weiter fortgeschritten als andere Evangelions und wurde entwickelt, um von 2 Personen in benachbarten Entry-Plugs unter Verwendung eines einzigartigen Doppel-Entry-Plug-Systems gesteuert zu werden. Er wurde hauptsächlich gebaut, um durch die Barriere des Central Dogmas zu stoßen. Shinji sitzt einige Zeit in seinem sterilen Zimmer herum. Er geht los, um Rei aufzusuchen, um endlich zu erfahren, was genau passiert ist. Doch sie scheint nichts zu wissen. Nach einiger Zeit im Nerf-Hauptquartier, in welcher sich Kaworu und Shinji besser kennenlernen, möchte Shinji, dass Kaworu ihm erzählt, was mit Neo Tokyo 3 passiert ist. Kaworu bringt Shinji an einen Ort,
an dem man die Auswirkungen des Near-Third Impact, den Shinji in Evangelion 2.22 ausgelöst hat, sehen kann. Near-Third Impact ist übrigens die Bezeichnung für den Third Impact aus Evangelion 2.22, da dieser nur angefangen hat, aber dann aufgehalten wurde. Shinji beobachtet die Welt nach dem Third Impact. Der Mond erscheint jetzt riesig, umkreist die Erde viel näher und dreht sich schnell um sich selbst. Seine Oberfläche ist mit neuen Blutflecken und einem seltsamen pulsierenden roten Gitter bedeckt. Die Landschaft selbst sieht noch schlimmer aus, da sie vollständig in rotes Kernmaterial verwandelt wurde und der Boden mit Spalten bedeckt ist, von denen sich eine sogar in einen kolossalen Mond mit Zehen verwandelt hat. Soweit das Auge reicht, sind in der gesamten Landschaft enorme rote Kreuze verstreut. Snell's Hauptquartier selbst befindet sich jetzt auf Wolkenhöhe, tausende von Metern über dem Boden und seinem alten Hauptschacht, und taucht es in der Mitte einer riesigen blauen Iris auf. Kopflose rote Kreaturen, die Evangelion Einheit 1 ähneln, stehen gefroren zwischen den Ruinen der Stadt. In dieser Nacht kann Shinji nicht schlafen. Und als er durch das Nerv-Hauptquartier wandelt, trifft er Fuyutsuki, welcher Shinji darum bittet, Shogi mit ihm zu spielen. Während sie spielen, enthüllt Fuyutsuki, dass das Spiel ein Vorwand war. Sein eigentlicher Zweck ist es, Shinji von mehr Wahrheiten zu erzählen, von denen er abgeschnitten wurde. Er erklärt, dass Shinjis Mutter, deren Mädchenname Yui Ayanami war, ein Direkteintrittsexperiment am Kern von Evangelion Einheit 1 durchgeführt hat und nun das Kontrollsystem der Einheit ist, dass die Ayanami-Serie auf Yuis genetischen Informationen basierte und dass die Ray, die Shinji kannte, in Evangelion Einheit 1 wie Yui erhalten bleibt. Und demnach die Ray, die er hier getroffen hat, gar nicht die Ray ist, die er versucht hat zu retten. Er erklärt Shinji, dass das alles Teil von Gendos Plan ist, doch Shinji steht auf und geht. Er konfrontiert Ray in ihrem Quartier mit der Frage, ob er sie wirklich vom 10. Engel gerettet hat. Und Ray antwortet, dass er es nicht weiß. Nun ist Shinji sich sicher, dass er Ray niemals gerettet hat. Und er bricht zusammen. Kaworu besucht Shinji in seinem Quartier und überbringt ihm die Nachricht, dass Evangelion Einheit 13 fertig ist und gemäß Gendos früheren Befehlen die beiden den Evangelion steuern sollen. Shinji sagt Kaworu, dass er den Eva nicht steuern wird. Doch Kaworu kann Shinji überreden, es doch zu tun. Er nimmt Shinji den DSS-Joker ab und legt ihn sich selber an. Sie steigen in den Evangelion Einheit 13 und begeben sich zusammen mit der neuen Rei, die den kopflosen Evangelion Mark 9 steuert, zum Central Dogma, um sich die Longinus und die Cassius-Lanze zu holen. Mit diesen beiden Lanzen vereint soll es möglich sein, die Zerstörung durch den Near-Third Impact rückgängig zu machen. Gemeinsam nutzen die beiden Piloten die Kraft von Evangelion Einheit 13, um das riesige Siegel zu zerstören, das seit 14 Jahren den Zugang zu Liliths Kammer blockiert. Im Inneren befindet sich Liliths riesige, kopflose Leiche, die am Hals mit Evangelion Mark 6 verschmolzen ist. Kaworu bemerkt, dass in Liliths Körper nicht eine Longinus und eine Cassius-Lanze stecken, wie es ihm erzählt wurde, sondern es zwei Lanzen des Longinus sind. Kaworu sagt Shinji, dass es wahrscheinlich eine Falle ist und sie die Lanzen lieber da lassen sollen, wo sie sind. Asuka und Mari tauchen auf und greifen Evangelion Einheit 13 an. Rei hält Evangelion Einheit 8 im Schach und Shinji kämpft alleine gegen Asuka. Doch als Asukas Evangelion keine Energie mehr hat, nutzt Shinji diese Gelegenheit, um sich die beiden Lanzen zu holen. Kaworu will, dass Shinji aufhört, doch er nimmt Kaworu die Kontrolle über Evangelion Einheit 13. Er nutzt die weiteren zwei Arme, um die beiden Lanzen aus dem toten Körper von Lilith zu holen. Der Körper von Lilith und sein fehlender Kopf, der in der Kommandozentrale liegt, explodieren in einer Fontäne aus Erzähl. Evangelion Mark 6 beginnt sich in der Luft über dem Pool von Liliths Überresten zu drehen. Rei köpft Evangelion Mark 6. Zwei dunkle Serpentinbüschel beginnen sich aus Evangelion Mark 6 Nackenstummel und Kopf zu bilden. Sie schließen sich in der Luft an und wickeln sich um den schwebenden Evangelion einer 13, wodurch eine massive Kugel entsteht. Asuka realisiert, dass sich der 12. Engel im Inneren von Evangelion Mark 6 befindet. Der 12. Engel schwillt an Größe an, bis er den Pool von Liliths LCL durchbricht und möglicherweise davon beeinflusst, Reis Form annimmt. Kaworu beginnt sich als der 13. Engel zu manifestieren und versetzt den DSS-Joker um seinen Hals in der Alarmbereitschaft. Evangelion Einheit 13 reagiert nicht mehr auf seine Kontrolle. Seine Pylonen platzen ab. Währenddessen hält Gendo eine Abschiedsrede an die Mitglieder von Seele, die rituell beendet werden, um sich auf die menschliche Instrumentalität vorzubereiten, von der sie glauben, dass sie bald kommen wird. Doch wie wir schon wissen, ist Gendos eigentlicher Plan ein anderer. Der 12. Engel komprimiert sich zu einem Kern in Evangelion Einheit 13s offenem Mund. Der Eva beißt zu und tötet den Engel, wodurch er seine Kraft absorbiert. Der Eva steigt den Hauptschacht hinauf. Die Kammer von Goof öffnet sich und über dem Eva färbt sich der Himmel rot. Was ist die Kammer von Goof? Die Kammer von Goof ist der Ort, an dem sich beim Third Impact alle Seelen vereinen. Das LCL-Meer aus End of Evangelion befindet sich genau hier. Die AAA-Wunder erscheint unter dem Kommando von Misato und versucht, Evangelion Einheit 13 anzugreifen, in der Hoffnung, den Impact im Schach zu halten. Evangelion Mark 9 greift ein und bombardiert die AAA-Wunder mit explosiven Angriffen, wodurch der Schiffslügel in den Boden stürzt. Rizuko erklärt, dass der Eva als Schiff der Adams der wahre Meister der Wunder ist und versuchen wird, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Sie übernimmt die Kontrolle über Evangelion Mark 9 und nutzt diesen, um sich mit der AAA-Wunder zu verbinden, um die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Asuka versucht, Evangelion Mark 9 aufzuhalten,
doch schafft dies erst, als sie die Selbstzerstörung von Evangelion einer 2.1 aktiviert. Vorher schaffen es aber Rei und Asuka, aus ihren Evas zu entkommen. In Evangelion einer 13 aktiviert sich der DSS-Joker um Kaworus Hals. Er nutzt die beiden Longinus-Lanzen, um damit den Evangelion einer 13 aufzuspießen. Danach tötet ihn der DSS-Joker. Evangelion einer 13 fängt an, vom Himmel zu fallen. Doch die Kammer von Goof bleibt weiterhin offen. Mari begibt sich mit Evangelion Einheit 8 zum Evangelion Einheit 13. Sie schafft es, die beiden Entry Plugs aus dem Eva rauszustoßen. Dadurch, dass Shinji nun nicht mehr im Evangelion Einheit 13 ist, schließt sich die Kammer von Goof wieder. Asuka begibt sich zum Entry Plug von Shinji und holt ihn aus dem Entry Plug. Auch Rei taucht an diesem Ort auf. Asuka erkennt, dass die Menschen, die sie hier Lil nennt, sie hier nicht finden werden. Und so laufen sie zu dritt in die Ferne, um von Wille gefunden werden zu können. So endet Evangelion 3.33. Wie es weitergeht, erfahren wir erst, wenn Evangelion 3.0 plus 1.0 Twice Upon a Time rauskommt. Wie schon erwähnt, werde ich in der Beschreibung dieses Video mit Ergänzung verlinken, wenn es soweit ist. Bevor das Video endet, würde ich euch gerne noch den Kanal von meinem Kollegen Joke Johnny vorstellen. Passend zu diesem Video hier habe ich einfach mal in der Beschreibung sein deutsches Cover zum Evangelion-Intro verlinkt, aber auch sonst gibt es viele spannende, interessante und lustige Videos auf seinem Kanal, also schaut einfach gerne mal vorbei. Bis dahin hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ich eure Fragen, die ihr nach dem Schauen von Evangelion hattet, beantworten konnte. Danke an alle, die sich das Video bis hierhin angeschaut haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich würde sagen, ciao.